Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8:29 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Lab Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Und die erste Big Number ist die 14.600er. Die werde ich wieder aktivieren. Bleibe auf diesem Chart und dann schauen wir uns in der Vergangenheit mal an. Gestern spätabends die Blue Box. Was gab es gestern Nachmittag, gestern frühen Abend für Boxen? Eine 16er, eine 29er. Eine 14er, die sauber in den Gewinn gelaufen ist. Eine 31er, die treten wir nicht. Und alles andere war gestern groß, also größer. Unter 30 nach wie vor. Die Vola-Boxen, das sind die linken grünen Boxen. Auch hier blicken wir mal auf den gestrigen Tag, gehen auf den 5-Minuten-Chart und sehen dann gestern, hier gab es schöne Signale. Und wir gehen mal auf den Konto-History-Indikator. Von gestern. So, holen den mal hier rein. Dann sehen wir hier das Feld, was wir gestern hier getradet haben, und die Vola-Box haben wir denn hier sauber rausgenommen. Der ging noch ein Stückchen tiefer, dann ist da oben letztendlich ausgebrochen. Für alle, die einen Hedge haben, also den Trade gestern gestoppt haben, wir haben heute die Vola-Box aktuell bei 14.573, also so roundabout, wo wir uns aktuell befinden. 73 würde sie reinkommen, 73 zu 58, 73, ups. Na, Amigo, 15. 73, so. So, das wäre so roundabout die Vola-Box. Ja, die aktivieren wir noch nicht und blicken jetzt auf die großen Charts. Gestern britisch von Schweizer Franken haben wir getradet, erfolgreich, und gehen einmal in den DAX. DAX 1, 2, 3, vierte Tag, so ein bisschen schwächer auf der Brust, aber wir sind ja auch auf Rekordniveau. Die Vola stimmt eigentlich sehr, sehr gut. 1700 Gold, auch da hat sich nichts verändert. Öl haben wir eben schon angeschaut, aber hier auch nochmal der Blick auf den Daily Chart. Da sind wir short auch positioniert, doppelte Positionsgröße. Technologiebörse, Nasdaq ruhig, also auch da nur verschnaufen. Und der S&P 500, auch ähnlich wie der DAX, sehen wir 1, 2, 3, 4, 5 Tage, auch mit schwächeren Kursen, aber alles noch auf hohem Niveau. Dow Jones, da sind die Kerzen schon etwas besser aus, 1, 2, 3, 4, wenn man Short denkt, ja, und ein Short-Setup sucht, das so im Dow Jones. Und jetzt gehen wir mal rein, was macht The Bitcoin? Bitcoin schwankt zwischen der Box 60.700 und dem Tief 52.898. Ein paar tausend hoch, ein paar tausend runter. So sieht der aktuelle Bericht aus. Und das heißt, wir fangen an, uns jetzt auf unsere Boxen zu konzentrieren. Um 8.50 Uhr, 8.55 Uhr stößt Christoph dazu. Und bis dahin bleiben wir jetzt erstmal noch hier und warten, dass die Kurse sich in die eine oder andere vielleicht Box bewegen. So, Update 8.57 Uhr, kurz vor der Markteröffnung, eine Blue Box. Das heißt, ich habe mich von der Big Number erstmal verabschiedet und bin jetzt in die Blue Box gegangen. Es ist eine 19er Box und wir versuchen ja Boxen unter 30, zumindest ich, zu handeln auf den Minuten-Chart. 73 wird eventuell die Vola-Box reinkommen. Schauen wir mal, was heute der erste Trade sein wird, der in den Gewinn läuft, der als offiziell Eröffnungstrade dann gezählt wird. Ja, es geht gleich auch los in 3 Minuten, 2 Minuten, dann auch mit Christoph mit den Doppelboxen. Und ja, jetzt warten wir auf die Markteröffnung. Also Blue Box Trade in den Gewinn gelaufen und wir haben die Vola Box auch in den Gewinn gebracht und wir platzieren sie noch einmal, also 2 Trades in den Gewinn.
Und verabschiede mich bei den YouTubern. Wenn ihr Lust habt, dann bis morgen. Und ich switch jetzt mal rüber zu Christoph.